Hallo Minecraft, herzlich willkommen zurück bei Sky Factory. Da ist ein Sapling gedroppt. Und wir haben einen Riesenbaum. Ich habe gerade ein bisschen gewartet. Hä? Der verliert irgendwie seine Blätter, ohne dass ich irgendwas mache. Das ist ja merkwürdig. Warum macht er das? Deshalb war der auch gerade ein Sapling. Also wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen gewartet. Und guck mal hier. Es hat regnen angefangen. Und jetzt habe ich hier drei Wasserfässer stehen. Ist ja ganz cool, finde ich. Wir brauchen mal ein bisschen Holz. Dann können wir uns mal eine Axt machen. So, Action. Wir müssen jetzt mal gucken, weil der ist so riesig. Nicht, dass ich da dann irgendwo runterfalle. Wir machen jetzt hier mal das hier weiter, beziehungsweise wir schließen den Ausbau hier jetzt erstmal ab und jetzt müssen wir uns da hochbauen. Was war das? Das ist wie so eine, die Kiste. Nein! Da müssen wir runter. Ach, fuck. Oder nein, 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 warte, wir machen es anders. Wir bauen uns einfach noch eine Workbench. Können wir ja nachher wieder abbauen. Damit wir uns hier nochmal so einen Croc bauen können. Weil der ist wichtig hier, der ist wichtig. Auch wenn man es nicht glaubt. Der gibt uns ja nicht viel mehr Items aus dem Laub raus, wie wir eigentlich kriegen würden. Und vor allem, da wir viele Saplings brauchen, um Erde zu gewinnen, ist es umso wichtiger, dass wir den Croc nutzen hier. Boah, es geht ganz schön. Die ganze Zeit beschwere ich mich, dass ich keine Bäume kriege. Oh, jetzt kommt mal einer. Also so ein richtiger Baum, ne? Nicht nur so Kinderkacke hier. Und jetzt bin ich am Dauerfahren. Jetzt ist das Ding schon wieder kaputt. ...23 Saplings haben wir schon. Da liegen noch mehr. Das wird eine erfolgreiche Folge, glaube ich. Außer ich stürze gleich ab und alles ist hinüber. Ja, so große Bäume immer von oben abbauen.
hier bin ich noch überm, über meiner Plattform. Ja, das ist gut, weil dann, wenn ich abstürze, falle ich nicht ganz so tief und habe vielleicht eine geringe Überlebenschance. Schon wieder kaputt. Manometer. Ah, 35 Saplings. Ist eine ganze Menge. Oh, der Regen hat auch aufgehört. Das ist sehr schön. Und Äpfel kriegt man ja auch noch. Geil. 7 haben wir schon. Hier müssen wir aufpassen, da ist keine Fläche unten drunter. So, jetzt hauen wir das Holz hier mal weg. Nein! Eins ist verschwunden, eins ist weggefallen. Eins haben wir verloren, aber das ist nicht so wild. Ist da noch ein Baum gewachsen? Ich glaube das. Silkworm haben wir auch noch eingekriegt. So, aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal für den Moment. Gehen jetzt mal runter, bauen die Plattform noch ein bisschen aus. Ach so, wir sollten eigentlich erst gucken, dass wir Fackeln kriegen. Ich weiß nicht, wie der Mobspawn hier ist. Es wäre ärgerlich, wenn ich hier auf der Plattform Mobs kriegen würde. So, jetzt bauen wir uns hier aber trotzdem nochmal hoch. Weil ich muss ja einen Baum hier infizieren. Habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das war's schon. Ich muss einfach da so ein Silkworm reinmachen. Und dann hat sich das damit schon. So. Jetzt haben wir die ganze Folge fast nur damit zugebracht, einen Baum abzuholzen. Ja, wieder ein Holz weg.
haben wir leider keinen Platz mehr für, dass wir uns draufstellen können. Das wäre ideal gewesen. Oh, guck mal da. Der Silkworm hat schon irgendwas erreicht. Hier noch. Es geht nur gleich mein Korb kaputt und meine Axt auch. Infested Leaves. Das funktioniert, das funktioniert. Geht vorwärts. 10 Äpfel. Oh, das ist so eine erfolgreiche Folge mal. Nachdem ich am Anfang so viel ja einfach lange warten musste mit diesen doofen Saplings, haben wir jetzt einige. 52. Ich setze die Erde noch mal eins weiter raus. Ah, warte, wir haben doch noch eine Axt. War die nicht kaputt? So, auf den Baum hier warten wir jetzt, bis der komplett infiziert ist. Ich weiß gar nicht. Okay, ist das jetzt weg oder ist das gleich wieder da? Ne, das ist weg. Dann haben wir hier nämlich weiter Laub. Quatsch, Erde. Ja, Wasser wird man schon irgendwann wieder kriegen. Das ist mir jetzt egal. Dann machen wir uns mal noch eine Kiste. Genau, das Zeug können wir hier reinmachen. Builder's Wand und das ganze komische Zeug hier. Silkworm. Die Äpfel. Beacon. Bacon. So. Halt, warte mal. 3x 24 brauche ich noch. Three more dirt. Das ist jetzt schon fortgeschritten. Sie, oh, wie schreibt man das? Ja, toll, da kann ich jetzt lange suchen wahrscheinlich. Wir gucken einfach nach. Craft a Sieve. S. S-I-E-V-E. Haha. Automatic Sieve gibt es auch. Noch ein Sieb. Strings. Zwei Holz. Und das geht auch. Okay. Gut, also wir müssen noch ein bisschen warten, bis der Baum hier völlig infiziert ist. Aber können wir hier natürlich noch ein bisschen Dirt einsammeln.
Und ich werde doch die Plattform jetzt noch ein bisschen verschönern. Es kann nie groß genug sein, wobei, wie gesagt, ich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel baue, sonst habe ich hier Monster Spawn. Wow, der ist gleich fertig. Kriegt man leider in der Folge nicht mehr ganz hin, weil gleich die Zeit um ist. Oder eigentlich ist sie jetzt schon um. 15 Minuten habe ich schon durch. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Wir können uns jetzt noch schnell Werkzeug machen, ein bisschen. So. Ah, warte. Ein Quark noch. So. Oh, der ist gleich durch. Machen wir heute ein bisschen länger? Nee. Nein, nächste Folge, nächste Folge. Der Baum ist nämlich gleich fertig. 73 infiziert. Der ist wirklich komplett durch und durch mit diesem Silkworm. Ah ne, da war noch einer. Da war auch noch einer. Da ist auch noch nicht ganz fertig. Ist 90% infiziert. Aber soweit eigentlich. Oh, und da ist noch ein Baum gewachsen. Ich finde es unglaublich geil. Also, Erfolg in dieser Folge, zwei Bäume, einen infizierten Baum, einen Megabaum abgebaut, einen Haufen Stuff gekriegt, Haufen Äpfel, Haufen Holz, wir haben 6 Erde, die wird man nächstes Mal verarbeiten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, Minecraft.